150 Kilometer lang ist die Nahe, ein kleines Juwel, das relativ unbekannt ist, aber für hervorragende Weine sorgt. Das liegt insbesondere an der Bodenbeschaffenheit. Die Vielfalt der Böden könnte ganze Geologiestunden füllen. Schiefer, Sandstein, Vulkangestein bis hin zu Edelstein. Auf engstem Raum haben die Winzer hier eine Auswahl wie sonst nur selten. Oft ändert sich alle 100 Meter der Boden und jeder dieser Formationen verändert den Geschmack des Weins ein wenig. Das kann sein, dass von innerhalb vom Weinberg drei verschiedene Böden sind. Dort drüber ist Schiefer, da unten ist mehr Lehm. Und dort, auf der anderen Seite sind es da drüber, das ist reine Porphyr, die Böden. Guck, da ist ja praktisch nur eine halbe Meter Gestein und ein bisschen Boden, alles andere ist ja Fels unten drunter. Also schwere Böden kennen wir bei uns nicht. Kein Wunder, dass sich die Nahe Weine in keine Schublade stecken lassen. Eigentlich hilft nur probieren. Fachleute sind sich einig. Im Vergleich mit anderen Spitzenweinen zeigen Nahe Gewächse ein enormes Potenzial an Frucht, Würze und Fülle. Insbesondere der Riesling, aber auch Müller-Thurgau und Dornfelder werden an der Nahe bevorzugt angebaut und sorgen für so manch eine angenehme Überraschung. Wenn Sie an der Nahe Halt machen, sollten Sie sich einmal die Brückenhäuschen in Bad Kreuznach ansehen und natürlich auch die höchste Steilwand Deutschlands jenseits der Alpen, den Roten Fels. Außerdem dreht sich an der Nahe viel um Gesundheit und Wellness. Berühmt an der Nahe die Salinen. Hier tropft das Heilwasser und die Menschen können sich durch die salzige Luft kurieren lassen. Ebenfalls im reichhaltigen Angebot Lehmbäder und sogar Weinbäder. Die Vinotherapie ist nicht nur für Weintrinker ein Genuss. Wer nach so viel Entspannung etwas mehr Action haben möchte, der sollte mal den Kreuznacher Jahrmarkt im August besuchen. Hier kann man das Vergnügen am Ende des Tages dann schön ausklingen lassen.